Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, der Kater Apollo und seine Freundin Morle, vorgestellt vor einer Woche, suchen weiterhin ein neues Revier. Die zwei sollen zusammen vermittelt werden, doch hat sich bisher leider kein Interessent gefunden. Vielleicht haben sie in dieser Woche noch Glück. Heute stellen wir den sehr menschenbezogenen, verträglichen Mischlingsrüden Lorenz vor. Das Schicksal traf den Hund hart, als ein Herrchen gestorben ist. Wenn die einzige Bezugsperson wegbricht, gibt es plötzlich keinen Halt und keine Sicherheit mehr im Hundeleben. Lorenz braucht dringend neue Menschen, denn er war immer mit Herrchen zusammen. Der Rüde ist in der Arche Noah zu allen Menschen nett und möchte sich bestimmt gern einem neuen Freund anschließen. Lorenz wurde 2013 geboren und ist somit im besten Hundealter. Er ist immer freundlich und kann mit jedem Gassi gehen. Der Rüde ist gut sozialisiert und verträgt sich mit allen Artgenossen und anderen Tieren. Wenn man Lorenz begegnet, hat man das Gefühl, ihn bringt nichts aus der Ruhe. Lorenz kann mit in einer Wohnung leben, ist aber auch sehr gern draußen. Da er zu den Menschen sehr aufgeschlossen und freundlich ist, kann er auch in einer Familie wohnen. Kinder sollten allerdings schon etwas größer sein, sagt Tierheimleiterin Katrin Mattes, denn Lorenz hat viel Kraft. Gut ist es immer, wenn sich Hund und Interessent beim Spaziergang um die Arche Noah kennenlernen. Nach ein paar Gassi-Runden spürt man, ob die Chemie stimmt zwischen Hund und Mensch. Für den sanften Lorenz soll es ja ein neues Zuhause mit Menschenfreunden für immer werden.